Ja, hallo vom Zentrum für Yoga mit einer neuen Geschichte, eine neue alte Geschichte aus dem Yoga. Ich sage jetzt mal aus dem Yoga, es gibt es in vielen Richtungen, religiösen Richtungen auch, diese Geschichte von den blinden Männern und dem Elefanten. Die blinden Männer untersuchen einen Elefanten. Sie wissen natürlich nicht, dass es ein Elefant ist. Und der eine erwischt den Fuß und sagt: Ah, der Elefant ist wie eine riesige Säule. Der andere erwischt den Schwanz, sagt: Ha, falsch gedacht, der Elefant ist wie ein, ja, wie so ein Handbesen oder so eine Staubwedel. Der andere, der den Rüssel erwischt, sagt: Der Elefant, der ist ganz anders. Der ist wie eine Schlange oder wie eine Wurst. Und der andere erwischt das Ohr und sagt: Ja, der Elefant, der ist wie ein riesiger Fächer. Und jeder denkt, denken wohlgemerkt, jeder denkt, er hat recht, er hat die Wahrheit über den Elefanten ergründet. Schlussendlich wissen sie alle nichts. Und der Elefant steht so für die Wahrheit, für die Realität. Und wir Menschen sind eben ein Stück weit, ein großes Stück weit blind für diese Wirklichkeit. Wir sehen meist nur die materielle Welt, so sehen es die meisten Menschen. Manche können auch energetisch etwas sehen und Aura und solche Dinge. Aber das ist auch nur ein winziger Teil von dem, was es wirklich gibt oder geben soll. Und trotzdem meinen wir, wir haben die Weisheit mit Löffeln gefressen, wir wissen alles über diese Welt, im Grunde wissen wir gar nichts. So wie die Männer, die blind sind und meinen, über den Elefanten Bescheid zu wissen. Und jeder hat immer nur einen Teilaspekt. Und so ist es überall, auch in der Esoterik, im Yoga und sonst wo, in dieser spirituellen Schiene. Es ist immer dasselbe. Jeder meint, etwas mit Worten erklären zu müssen, was man nicht kann. Und die Menschen, die über die Wahrheit nichts wissen, versuchen dann eine Realität auch zu kreieren. Ja, so und so ist es und so könnte es sein, aber wissen tut es keiner außer der Guru oder der, der im japanischen Satori erlangt hat oder in anderen Richtungen Christusbewusstsein. Und die, die das erreicht haben, die würden gar nicht erzählen, was die Wahrheit ist, denn ein normaler Mensch würde es gar nicht begreifen können, diese Größe. Und so unterliegt man dieser Illusion. Und das Einzige, was man tun kann, ist, immer weiter zu forschen, immer weiter zu gucken, was gibt es noch, und sich nicht an dem Bein, an dem Rüssel oder an dem Schwanz vom Elefanten festhalten. Denn der Elefant bewegt sich auch, die Wahrheit bewegt sich, und dann kann man es nicht mehr festhalten. Und so ist es auch im Leben, man denkt immer, ah, ich weiß alles. Und dann bewegt sich das Leben und man checkt irgendwann ein bisschen, das war es auch nicht wirklich. Ja, und so ist das Leben eben unergründlich. Und erst wenn man am Ziel ist, nennt man im Yoga Erleuchtung, Samadhi, dann hat man die Wahrheit erkannt. Aber das ist ein weiter Weg. Und jemand, der Samadhi erlangt hat, würde kein Buch drüber schreiben, weil es niemand begreift. Ja, das war's mal wieder mit einer Geschichte aus dem Yoga. Gerne abonniert meinen YouTube-Kanal, teilt die Videos, schaut auch in mein Padmasana-Magazin rein, Yoga, Leben und Gesundheit. Hier die aktuellste, die 12. Ausgabe mit vielen Themen rund um Yoga, Leben und Gesundheit. Und ich sage danke und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.